Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-Time-Zuschauer, unsere siebte Sendung und wir sind unheimlich stolz, heute den amtierenden Berliner Pokalsieger hier bei uns zu haben, in Person von René Rüdlewitz und Urtan Cepne, auch genannt Cepo. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, unser Studio gefällt euch. Sehr. Wir haben schon gedacht, wir sind bei Sky jetzt hier und schönes Studio, super. Das danke für die Einladung. Sehr gerne. Und natürlich, wie immer, liebe Extra-Time-Zuschauer, mein ohne Wenn und Aber Fachexperten Murat Tick. Schön, dass du da bist, Murat. Wochenende gut verbracht? Ja, bisschen stressig. Bisschen stressig. Ja, du wolltest dir das da selber antun. Also bist ja selber schuld, wenn du da. Ist so, wenn man Fußball verrückt ist. Ja? Wir kommen aber gleich zur Nachricht, wenn es denn in die Oberliga geht. Liebe Extra-Time-Zuschauer, haben wir die ein oder andere Neuigkeit für euch. Mal gucken, für wen er sich entscheidet, ob für Extra-Time oder für jemand anders. René Rüdlewitz, wir dürfen René sagen, unter Fußballern, Cepo, Urtan, du kannst Trainer sagen, alles gut. Ich hab auf der Internetseite Welt des Fußballs habe ich mal ein bisschen über dich recherchiert und habe folgende Angaben bekommen. Mit 16 Jahren und einer Sondergenehmigung des DFV, also Dora Friedrich V, was heißt DFV eigentlich? DDR-Fußballverband? Genau. DDR-Fußballverband, beim Spiel des BFC Dynamo gegen Energie Cottbus aufgelaufen und damit der jüngste Spieler aller Zeiten. Also in der DDR-Oberliga, liebe Extra-Time-Zuschauer, ist der René der jüngste Spieler aller Zeiten. Der DDR-Oberliga. Ist es so, ja? Oder ja, habe ich also mich da falsch erkundigt? Der jüngste Erstligaspieler, ja. Ja, also war eine gute Ausbildung beim BFC und scheinbar hat ihnen das gefallen. Und dann haben sie mich eingewechselt und habe ich auch ein paar Spiele gemacht. Der Andreas Thom ist ja damals nach Leverkusen gewechselt in der Winterpause und ich bin quasi für ihn in den Kader dann reingerückt. Durfte dann ein paar Mal spielen, habe auch ein Tor gemacht. Es war schon eine aufregende Zeit. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Kannst du dich an dein erstes Spiel erinnern? Jüngster Spieler der Oberliga DDR. Also ja. das muss ja, weiß ich nicht. Also klar, naja, wir kennen uns da nicht so aus im Ostteil der Stadt, sage ich mal. Gerade damals, was das ich denke betrifft. Mal, es gibt für einen jungen Spieler keinen Unterschied, ob er im Osten oder im Westen in der ersten Männermannschaft spielen darf. Das war aufregend gewesen, aber letztlich so viel habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich wollte immer Fußball spielen, wollte immer Fußballer werden und für mich war es eigentlich logisch. Im Nachhinein sagt man, meine Güte, ist ja doch ein Ding, aber zu dem Zeitpunkt denkt man da nicht drüber nach. Man will dort spielen und dann irgendwann darf man dann spielen und dann macht man es auch. Gab es für dich keine andere Alternative außer Fußball? Ja, wenn ich jetzt Nee sage, hört sich das auch ein bisschen blöd an. Also, ich weiß nicht, wie weit das jetzt in der Schule gereicht hat, aber genau. Es gab nie für mich ich wollte immer Fußballer werden. Also ich habe wirklich da nicht drüber nachgedacht, für mich stand fest, ich will Fußballer werden, ich war jeden Tag Fußball spielen, Straßenfußball halt auch ganz normal, jeden Tag auf der Straße und dann hat es auch geklappt, da bin ich froh drüber. Darf ich dein Geburtsdatum hier verraten? 73. Ja. 18. Juli 73, bist genau 6 Tage älter als ich. Ich habe am 24.07. hier nochmal der Aufruf, liebe Extra-Time-Zuschauer, hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, wer mich beschenken will. 73er? Ja klar. Okay. Wieso? Bist du älter? Ich bin 74. Ah, 12. Juli. Wir sind älter. Also Jahr, 6 Tage. Bin ich also quasi der Älteste hier am Tisch. Aber sind komprende. Alle drei Krebs, oder? Nee, ich bin Löwe. Ich bin auch Löwe. Krebs. Wann hast du Geburtstag, Uwe? 30.07. Jawoll, da sind sie. Das sind die Juden. Das wird sie noch alle Juden, oder? Ich bin Krebs. Aber alles Juli-Kinder hier. Alles Juli. Ja. Liebe Extra-Time-Zuschauer. Alles Sonnenkinder. Ja, alles Sonnenkinder. Ihr seht, ich bin braun gebrannt. Etwas und Cepo bringt es halt. Nur die Arme. Genau. Cepo bringt es halt so mit. Ihr seht, es ist wirklich echt eine absolut lockere Runde, aber ich werde trotzdem weiter fragen unseren Gast. Bevor ich aber dazu komme, auch Cepo ist dabei, Urtan Cepne, 34 Jahre alt, zweite Saison beim BFC Dynamo, frisch gebackener Pokalsieger, als ältester der Mannschaft habe ich recherchiert. Nach ihm kommt fast gar nichts, außer Sokonko, Oki, Bilal, oder? Aber er sieht ja noch jung aus und spielt auch noch jugendlich, von daher gesehen ist okay. Das Alter dann egal. Also Cepo, wenn du dich rasieren würdest, würdest du wie Ümit deine C-Jung durchgehen, glaube ich. Ja. Ümit Ergede war ja auch hier, liebe Extra-Time-Zuschauer, das wisst ihr ja, oder? Ja, wenn er dich rasiert, kommt er glatt deine C-Jung beim FC Dynamo durch. Also viele fragen mich, wie alt ich bin, wenn ich sage 34, dann kriegen die so einen Schock, dann denken die immer so...
34 lügt er, aber obwohl. Na, Ümit, Ümit obwohl es stimmt, ja, ich weiß, Ümit sieht auch jung aus. Im Training sieht man es manchmal. Diese 34 Jahre? Aber das kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Trainer, sehr gut. Ja, ja. Cebo, wir kommen nachher auch nochmal zu dir. Ich wollte dich halt kurz nochmal erwähnen. Murat, ich lasse dich jetzt ein bisschen außen vor. Ja, genieß die Zeit jetzt ohne was zu sagen. Komm nachher noch zum Ganzen. René, ich habe eine Frage. Samstag, 4. Dezember 1993. 4. Dezember 1993. Sagt dir das Datum was? Weiß nicht. Erste Bundesligaspiel? Nee, habe ich wahrscheinlich eher, glaube ich. Ne? Wollte ich gerade sagen, das war schon. Das 4. Was war das? Bayern München? Mein erstes Tor in der Bundesliga. Ja. 49. Minute eingewechselt, liebe Extra-Time-Zuschauer, und in der 53. Minute getroffen. Mit 20 Jahren gegen den großen FC Bayern München. In München, ne? In München. Ja, ja, vergisst man ja nicht. Oder? Mit Rostock. Nee, mit Leverkusen. Mit Leverkusen. Mit Leverkusen. Das war das erste Tor, erste Bundesliga-Tor. Ja. Den Einsatz hattest du davor schon, glaube ich, im Pokal auch. Ja. Den ein oder anderen. Da hast du auch schon getroffen gehabt, einmal gegen Asmusdorf oder so ähnlich. Irgendwas. In dem Jahr sind wir Pokalsieger geworden, auch DFB-Pokalsieger. Ja, also ich bin froh, wir können, die Tore habe ich vor Augen, weil ich habe sie gerade zu Hause angeguckt gehabt. Weil mein Kleiner, der ist jetzt 7, okay, und der hat jetzt gesagt, er ist schon jetzt besser wie ich. Und dann habe ich mal die DVD rausgeholt mit den ganzen Toren, um ihn da wieder ein bisschen auf Linie zu bringen. Und, also gleich wieder auf dem Boden der Tatsachen. Habe ich die gerade jetzt vor kurzem erstmal mir nochmal angeguckt, ja. Was macht der Kleine? Welche Position? Sieht der überhaupt schon Fußball? Stürmer, ja. Bei Cottbus? Die haben jetzt, bei uns im Stadtteil von Cottbus, die haben jetzt aber auch letzte Woche, die trainiere ich auch. Zweimal die Woche machen wir Training, am Wochenende, wenn es geht, noch mit zum Spiel. Und dann haben wir, letztes Spiel haben wir 19-1 gewonnen und er hat 6 Tore geschossen. Also es geht in die richtige Richtung. Wie viele Tore hast du geschossen insgesamt, René? Hast du es im Kopf? Ja, so viel ist ja nicht. Ich möchte darüber nicht reden. Gemessen an der Zeit waren es nicht so viele. Ich will das nämlich für deinen Kleinen denn aufheben. Ich hoffe, dass du ihm das denn irgendwann mal zeigst. Also Junior Riedlewitz, mach dir keine Sorgen. Papa hat so gar nicht so viele Treffer erzielt, sondern er hat ein paar Treffer erzielt, aber ich hoffe, dass du auf jeden Fall mehr Treffer erzielen wirst wie dein Vater. Jetzt habe ich mal so geguckt und ich habe gesehen, es ist heutzutage leider eine Unsitte, vielleicht kann mir das Murat auch bestätigen, viele junge Spieler, die haben so eine Wechselarie. Ja, dann sind sie halt mal vielleicht, keine Ahnung, 6 Tage auf der Bank oder 6 Spiele auf der Bank und haben schon wieder abgeschlossen, wollen im Prinzip schon wieder den Verein wechseln, weil sie unglücklich sind. Du bist ja nicht so ein Spieler gewesen. Du hast, glaube ich, insgesamt 5 bis 6 Vereine als Spieler besucht, davon unter lange Zeit bei Leverkusen, nach einer kurzen Abwesenheit bei 1860, dann wieder nach Leverkusen und dann ganz lange Jahre bei Hansa Rostock. Na, vorher noch dann Bielefeld und dann schon Hansa Rostock. Bielefeld. Genau, ja, ich meine jetzt von der Länge her. Ja, nee, es war auch so. Also für mich war immer ganz entscheidend, dass ich mich wohlfühle. Und auch gerade zur Rostocker Zeit hatte ich schon auch viele Anfragen gehabt. Auch von Köln und Wolfsburg, Kaiserslautern. Aber es war für mich so, ich habe mich da wohlgefühlt, bin da gut klargekommen das haben Straßenfußballer oft so. Die müssen sich auch wohlfühlen, um Leistung zu bringen. Und so war es bei mir auch gewesen. Und deswegen, brauchte ich nicht so viel hin und her wechseln. Hm. Ne? Geld ist jetzt auch nicht so steht nicht an erster Stelle bei mir. Und von daher gesehen war es mir immer wichtig. Wir hatten eine gute Mannschaft gehabt, wir hatten ein gutes Umfeld gehabt, wir hatten tolle Fans auch gehabt. Da war immer gute Stimmung gewesen. Und das hat einfach Spaß gemacht. Ich habe mich da wohlgefühlt in den Verein, auch bei 1860, das war eine fantastische Zeit und dann hatte ich auch nicht den Drang zu wechseln. Und es ist halt, ich gucke da auch schon bei Verpflichtungen manchmal so drauf, weil wenn jetzt jeder, wirklich einer jedes Jahr oder alle halbe Jahre was sucht, das ist auch nicht das Richtige für uns, weil letztlich Fußballer werde ich, indem ich Widerstände überwinde und indem ich im Prinzip, auch wenn ich auf der Bank sitze, nicht rumheule und weg will, sondern indem ich dann sage, okay, ich streng mich noch mehr an, gerade bei jungen Spielern das hat sich schon ein bisschen anders entwickelt, muss man sagen. Heutzutage ist es schon so, ach Mensch, ich spiele nicht alles Mist, ich hau ab. Aber wir haben das beim BFC Gott sei Dank nicht. Ihr seht, wir kriegen jetzt langsam Einblicke Richtung BFC Dynamo. Aber bevor wir dazu kommen zur Regionalliga-Saison, lieber René, du hast ja nicht so viel Trainer gehabt, aber den ein oder anderen, sage ich mal, in meinen Augen, als eine Koryphäe als Trainer, siehe Werner Lorand. Wer war für dich so der prägendste? Oder sage ich jetzt mal so, hast du was mitnehmen können für deine Trainerlaufbahn? Weil du bist ja auch nicht bei vielen Vereinen als Trainer unterwegs gewesen, sondern
Nee, aber das weniger. Ist ja letztlich, ich hatte Werner Lorand, ich hatte Christoph Daum gehabt, ich hatte Friedhelm Funkel gehabt, Armin Fee, auf den wir jetzt ja treffen im Pokalspiel. Mhm. Also es waren schon einige Trainer und man hat wirklich von jedem was mitgenommen. Mhm. Also das ist, ob das die Ansprache ist oder das Verhalten ist oder halt auch, sagen wir, gerade Friedhelm Funkel mit seiner großen Gelassenheit, glaube ich, ist es auch gar kein Wunder, dass der, glaube ich, der Trainer mit den meisten Profispielen ist. Und auch Aufstiege, ne, glaube ich. Ja, ja, und auch gerade so diese sachliche Art, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil kein Spieler spielt mit Absicht Mist, kein Spieler will mit Absicht verlieren und letztlich geht es immer nur darum, dass man gemeinsam daran arbeitet, besser zu werden. Mhm. Ne, und wie gesagt, deswegen hat mir Friedhelm Funkel zum Beispiel sehr gut gefallen. Aber auch Werner Lorand, der hat gebrannt. Ne? Der war unter Strom. Auch in der Kabine? Ist das wirklich so gewesen? Also von außen hat man ja immer beobachtet, liebe Extra-Time-Zuschauer, wer Werner Lorand kennt, der auch in der Türkei als Profitrainer war, der hat ja gegen alles getreten, was ja in seiner Umgebung stand. Wir haben auch wirklich, also die Besprechungen waren so, die war in meinem Hotel vorm Spiel und in den ersten drei Reihen hat meistens keiner gesessen. Okay. weil er dann doch, wenn er sich dann doch mal in Rage geredet hat, dann sind die Fetzen gefallen. Ja, dann war es schon sehr intensiv und dann, okay. Wie gesagt, die ersten drei Reihen waren frei. Da gewöhnt man sich ja dran, denn man guckt ja auch, wie der Trainer so agiert. Aber es war, wie gesagt, auch sehr lehrreich und auch sehr, sehr wichtig für mich. Und Christoph Daum? Ist das wirklich so ein Motivator gewesen? Na, Motivator. Erstmal in erster Linie war er halt ein großer Fachmann letztlich, der sich auskennt, der den Gegner kennt, der seine eigenen Vorstellungen hat von Fußball, der im Zusammenspiel mit Koch letztlich das als Trainerteam sehr gut harmoniert hat. Der eine war so ein bisschen, glaube ich, der Vater, der andere war so ein bisschen die Mutter. Die haben sehr gut zusammen harmoniert. Und ich denke, Motivation ist natürlich so ein Thema. Also ein Fußballer, der sich nicht motivieren kann, den kannst du eh nicht gebrauchen. Also ich weiß nicht, ob das nötig ist, jetzt irgendwo jemanden ständig zu motivieren. Weil wenn das nötig ist, dann habe ich den falschen Spieler letztlich. Murat, was bist du so für ein Trainer? Ich meine, wir haben am Sonntag ein Bild von dir, also ich habe ein Bild von dir gesehen auf FUPA. Gefährlich. Gefährlich, liebe Extra-Time-Zuschauer. Also wenn mein Trainer mich so angucken würde, ich glaube, ich hätte mir schon längst in die Hose gemacht. Du bist mehr so der Impulsive? Ja, kann man sagen. Also gehst auch über Leichen? Nein, nicht so. Also mein Gefühle sind schon da, aber es ist halt auch, du musst auch sehen, was du für Spielertypen hast. Mhm. Ja, und es geht auch sachlich, aber es geht auch anders. Wollen wir Cheppo mal ein bisschen ins Schwitzen bringen? Ja. Cheppo. Überleg dir jetzt ganz genau, was du sagst. Ja? Wir haben draußen vorhin eine Diskussion gehabt, weil unser lieber Cheppo ein bisschen zu spät gekommen ist, aufgrund der Parkplatzsituation, muss man ihm ja zugestehen, auf jeden Fall. Coach. Dass er eigentlich, wer zu spät kommt, zahlt. Und da hat der Trainer gesagt, naja, der sagt irgendwann, nee, wir fangen ja später an. Und sagt Trainer, hey, leg mal auf den Trainingsplan. Training hat schon angefangen. Kostet, oder? Nee, also Cheppo hat das schon genau gewusst, was los ist, wann das Training losgeht. Er hat ja sogar schon freiwillig Fußball gespielt. Es ging erst heute los und er hat gestern schon trainiert. Ah. Und das zeichnet ihn natürlich aus. Und deswegen kann man natürlich dann mit 34 Jahren auch noch Leistung bringen, ne? Wenn man halt immer ein bisschen mehr macht, als was verlangt ist. Das finde ich auch, Cheppo, aber das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich dich zum Schwitzen bringen wollte. Ja. Was sagst du über deinen Trainer? Du hast ja jetzt gehört, was er über seine alten Trainer gesagt hat, sage ich jetzt mal. Ich glaube, er ist nicht böse, wenn du sagst, er ist ein Guter oder so. Ja, das ist eine Frage. Ja, das muss auch mal sein. Ich muss ein bisschen Rating hier. Ich habe gehört, meine Sendung läuft nicht gut, also muss ich irgendwelche Sensationen erfinden, dass das Ding hier mal ein bisschen in die Höhe schält. Ja, und morgen steht dann Otan Cepney aufgrund von Fehlaussagen beim Weg zu Dynamo entlassen oder irgendwas. Nein, Scherz beiseite. Nein. Eine Einschätzung als 34-Jähriger, du bist der Älteste der Mannschaft. Ich glaube, du durftest dir vom Alter her eine kleine Einschätzung vom Trainer. Du hast ja auch viele Trainer schon erlebt. Ja, also ich sag mal so, als ich das erste Mal mit Trainer gesprochen habe, wegen dem Wechsel von Babelsberg zu Dynamo, ja, da war es für mich schon klar, dass ich zu Dynamo wechseln werde. Und nachdem ein Jahr jetzt zusammen mit Trainer, ja, jetzt kann ich noch weitere Jahre mit ihm zusammenarbeiten. Also für mich ist Trainer René Riedlewitz einer der besten Trainer in der Regionalliga. Also gehört auch nicht in die Regionalliga, sage ich mal so.
kommen wir noch. Das sind alles Fragen, die wir noch. Aber vielen Dank erstmal für deine kurze Einschätzung. Kann ich aber, Gänsehaut gekriegt, oder? kann ich aber bestätigen, wirklich vorhin, wo ich Chepo abgeholt habe, wo er vom Auto ausgestiegen ist, hat er gesagt, ich sag, dein Trainer steht um die Ecke. Und er sagt, nee, Trainer ist das falsche Wort, ist fast wie eine Vaterfigur. Ehrt ihn natürlich. Ne? Und da kannst du mal sehen, was du für einen Eindruck bei dem Jungen hinterlassen hast. Chepo, vielen Dank für deine ehrlichen Worte auf jeden Fall. Kommen wir nun zur Regionalliga-Saison 17-18 ist es noch gewesen, ne? Letztes Jahr, Murat, 17-18. Ja. Kommen wir dazu. Gut, dass du einen Experten an deiner Seite hast. Ich sag dir, vergiss das echt absolut. Ja? Wenn der mich nicht manchmal daran erinnert, dann geht's durch mit mir. Manchmal vergesse ich die Namen und so, dann stupst er mich von der Seite an. Ich habe mir den nicht umsonst an meine Seite geholt. Ich hoffe, er bleibt auch noch eine lange Zeit. Rückblick auf die Saison inklusive 2018 Pokalsieg, René. Wie war für dich die Saison der Regionalliga? Ja, also zum einen, also jetzt, wenn man von Beginn an das nimmt, denke ich, haben wir eine sehr ordentliche Saison gespielt. Wir hatten uns vorgenommen, Erster zu werden, ne, muss man auch ganz klar sagen. Wir haben auch einen guten Kader in dieser Saison jetzt auch gehabt und wollten dort angreifen. Ne? Also wir sind vielleicht nicht die mit dem meisten Geld, aber trotzdem haben wir eine gute Mannschaft und man muss sich ja die Ziele auch hochsetzen. Also ich halte auch immer nichts von dieser Rumeierei und bescheiden dann und keine Ahnung was. Letztlich, man ist Fußballer, man will die Spiele alle gewinnen. Wir haben uns das vorgenommen, dass wir Erster werden wollen. Wir waren lange Zweiter, ne? Aber man muss auch sagen, dass Cottbus hat auch keine Luft dran gelassen. Also die haben halt von dem ersten Spieltag bis zum letzten das Ding durchgezogen. Und deswegen sind sie dann auch verdient Erster geworden und sind auch verdient aufgestiegen, weil sie einfach die stabilste Leistung von allen Mannschaften gebracht hat. Und das muss man anerkennen, das muss man respektieren und man muss vielleicht auch ab und zu mal dahin gucken, wie haben die das gemacht. Hm. Ne? Weil letztlich ist es ja so, entweder, wer hat das gesagt, Hasenhüttl, entweder man gewinnt oder man lernt, ne? Und da ist schon was dran. Aber insgesamt war ich mit der Saison schon, was wir spielerisch gezeigt haben, zufrieden. Wir haben sehr, sehr viele Tore geschossen. Ne? Wir haben unterhaltsamen Fußball gespielt. Ich glaube, wir haben mit die meisten Tore geschossen in der Saison. Ihr habt doch den besten Torschützen gestellt mit 25 Toren. Ist der Torschützenkönig geworden. Ne? Also laut FUPA. Ich kann nur von den Statistiken was wiedergeben, was ich so lese. Das war halt interessanter, attraktiver Fußball gewesen, was wir uns ja auch vorgenommen hatten. Wir haben zu viele Tore bekommen, was jetzt aber kein Problem der Abwehr ist, sondern wie gesagt, das ist, muss man so sagen. Das ist ja letztlich, es geht in beide Richtungen. Ne? Also wenn ich vorne Tore machen will, brauche ich Spieler, die das Ding anschieben, die Tore vorbereiten. Und wenn ich Tore verhindern will, dann sind auch alle daran beteiligt, das zu tun. Und da müssen wir uns verbessern in der neuen Saison. Das haben wir nicht so gut gemacht. Wir haben zu viele Tore bekommen und waren deswegen auch am Schluss nicht Erster. Ne? In dem Moment, wo feststand, dass wir im Pokal-Halbfinale dann waren und dann im Pokalfinale, haben wir dann ein bisschen gewechselt, haben vielen jungen Spielern die Möglichkeit gegeben zu spielen, Spielpraxis zu sammeln, hatten viele angeschlagene Spieler, die wir so langsam auf dieses Pokalfinale vorbereitet haben, die man, denke ich, wenn man das nicht gehabt hätte, eher reingeworfen hätte, um einfach noch den einen oder anderen Punkt zu holen. Aber das haben wir dann außen vor gelassen, die Meisterschaft, sagen wir so die letzten 5, 6 Spiele. Haben dann auch nicht mehr so viele Punkte geholt, weil wir dann wirklich unsere ganze Energie in das Pokalfinale gesteckt haben, dass wir dort so viel wie möglich Spieler spielfit zur Verfügung haben und haben das Spiel dann gewonnen. Und das ist ja eins der Ziele auch gewesen. Also Erster wären Pokalsieger und Pokalsieger sind wir gewonnen. Mhm. Und jetzt freuen wir uns natürlich auch, dass wir mit dem FC Köln ein gutes Los gezogen haben. Mhm. Und wie gesagt, insgesamt eine ordentliche Saison. Gutes Stichwort, Köln. Bist du so ein Trainer, der auch denn sozusagen den nächsten Gegner auch beobachten geht? Also würdest du jetzt in der Vorbereitungsphase, wenn Köln jetzt spielt, hingehen, das analysieren, deine Mannschaft so vorzubereiten? Nennt sich das dieses Laptop-Trainer-Zeugs-Gesünse? Oder ist das ganz normal? Macht man das einfach so? Weil ich habe bis jetzt immer nur Kreisliga und so trainiert. Also das hat mit Laptop nichts zu tun. Man muss über den Gegner schon Bescheid wissen, finde ich. Man muss sämtliche Informationen sammelt man auch. Nur man gibt sie halt nicht immer weiter. Aber letztlich, ich bin schon ein Trainer, dem es wichtig ist, dass wir unser Spiel spielen. Na, dass wir das, was wir trainieren, umsetzen, dass wir uns dort verbessern und dass wir auf uns gucken. Also das ist schon für mich das Allerwichtigste. Aber trotzdem muss man natürlich informiert sein, was der Gegner, wie er das Spiel eröffnet, was er für Standardsituationen hat, was er für Einzelspieler hat, die dann zu dem einen oder anderen halt für den einen oder anderen Überraschungsmoment sorgen können. Also darüber muss man schon als Trainer informiert sein. Wie gesagt, was man dann weitergibt, ist dann manchmal die andere Sache. Siehst du das genauso wie René? Ja, das war absolut richtig. Dann nochmal.
Habt ihr euch gerade auf Berlin, auf diesem Niveau, also ja, wenn du hast ja die Möglichkeiten dann. Habt ihr euch auf Berlin da ist sie auch so vorbereitet, sage ich jetzt mal, weil ich sage, ich kann mich an eine, wir waren ja mit Murat da, wir haben uns das ja angeguckt, René, das ganze Spiel über. Ich fand die Mannschaft relativ nervös, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Anfangsphase. Oder der Berliner SC hat es relativ clever gemacht, also eins von beiden geht nur. Dann kommt dieser ominöse Elfmeter in der 90. Minute oder 89. Minute zum 2:1. 90. Minute. Ja, und dann kommt eine 3 Minuten, wo ich so Dynamo so ein bisschen aufgeregt gesehen habe, auch dich an der Seitenlinie. Du bist ja eigentlich ein relativ besonderer Mensch an der Linie und bist eigentlich relativ ruhig. Ja, aber das war in dem Spiel schon so ein bisschen, weil man schon auch gemerkt hatte, sage ich mal, also ich finde, dass wir gut angefangen haben. Wir haben auch gleich gute Chancen gehabt in dem Spiel. Da müssen wir natürlich insgesamt, glaube ich, 4, 5, 6 Mal Latte, Pfosten vorbei. Also wenn das, glaube ich, zur Halbzeit 4-5-0 steht, darf man sich nicht beschweren. Darf man jetzt auch nicht. Also deswegen, und das ist, so ist ja dann auch Fußball. Aber dann gehen die halt nicht rein und dann macht man trotzdem seine Tore. Und hinten raus ist das letztlich dann auch, dann haben sie halt einmal gegen die Latte geschossen. Und wenn der halt drin gewesen wäre, dann hätten wir halt noch eins gemacht. Also ich habe jetzt da an meiner Mannschaft nie gezweifelt. Was schwierig war für mich draußen, deswegen war ich ein bisschen mehr unterwegs, war so die Situation. Man kann das als Trainer, merkt man schon. Naja, das eine Foul, wie wird das bewertet, wie wird das bewertet? Bei dem einen gibt es immer eine kleine gelbe Karte, was auch normal ist, auch als Schiedsrichter. Ich fieber natürlich vielleicht auch unterbewusst dann immer mit dem Underdog ein bisschen mit in so einem Spiel. Und das war das, wo ich ein bisschen gegen angekämpft habe in dem Spiel, wo man auch darauf hinweisen musste und wo man da auch wirklich... Deswegen auch die Auswechslung? Ja, natürlich, ja, klar. Das merkt man dann halt. Man merkt schon, ob ein Spiel normal läuft oder ob so die Kleinigkeiten eher so da oder halt gerade mit Karten. Und da war es dann halt so, Innenverteidiger, erste Foul, gelbe Karte, andere Innenverteidiger. Dann habe ich gewechselt, weil mit einem Mann weniger braucht man nicht rumlaufen. Mhm. Dann der kommt rein, macht sein erstes Foul, kriegt oder vielleicht Foul oder was weiß ich, auf jeden Fall kriegt er auch eine gelbe Karte, ne? Und dann habe ich den auch nochmal wieder ausgewechselt, ne? Weil ich dann sage, nee, das Risiko dann in so einem Spiel mit Unterzahl rumzulaufen, das muss man nicht gehen, war natürlich für die Jungs blöd, aber das sind so die Sachen, die dann jetzt für das Spiel wichtig waren, glaube ich, dass man dort halt auch gleich reagiert. Ne? Cepo bei 94. Minute, wo das Ding an der Latte platzt, sage ich mal, ich und Murat Hoca, wir haben oben auf der Pressetribüne gesessen. Ich sag, boah, was war das jetzt gerade? Ich habe damit echt nicht gerechnet, genau in dem Moment. Was ist in dem Moment in dir vorgegangen? Naja, war ein Schock, aber ich war mir auch sicher, dass auch wenn die reingehauen hätten, dass wir das Spiel noch gedreht hätten. Weil, wie gesagt, wir hatten viele Torchancen. Wir müssen auch 3-0, 4-0, wie der Trainer sagt, führen. Die hatten ja auch Torchancen in der ersten Halbzeit. Ja, ja, deswegen ja. Also ist aber am Ende... Wir sind Regionalligamannschaft und die sind eine Landesligamannschaft, ne? Da muss der Unterschied zu sehen sein. Berlin-Liga. Da muss der Unterschied zu sehen sein, ja. Theoretisch. War der Unterschied zu sehen, Murat? Nee, ich sag mal so, wir hatten es ja auch hier besprochen gehabt, die ersten 20 Minuten bis zum 1-0, klar im Vorteil, ob Ballbesitz ist, ob Torchancen ist. Aber nach dem 1-0 kam so ein kleiner Bruch, glaube ich. Ja. Da lief das nicht mehr so souverän ab, wie man sich das halt vorgestellt hat. Aber am Ende war das ein ungefährdeter Sieg, ja. Na gerade, weil dann gerade steht dann Steinbaum nochmal alleine vorm Tor, ja, ne? Da genau. Kann schon das 2:0 fallen, ne? Und das ist dann so. Aber es ist trotzdem ein normales Fußballspiel, weil man, das ist immer das, was ich auch vorm Spiel schon gesagt habe. Das Finale hat denen ja auch keiner geschenkt, ja, ne? Die haben sich da durchgesetzt und die waren im Finale und viele Regionalligisten halt nicht. Also sie haben sich das verdient mit guten Leistungen und das zeigt ja, dass sie eine gute Mannschaft sind und die man natürlich dann auch nicht im Vorbeigehen einfach mal so wegfiedelt. Also deswegen, das ist, da muss man voller Respekt halt auch sagen, die haben das geschafft, das Finale, und sie haben sich auch im Finale halt bis zum Letzten gewehrt. Und das ist, wie gesagt, davor kann man auch eine Hochachtung haben. Ich habe das letzte Punktspiel von denen gesehen, Auswärtsspiel, wo eigentlich auch der Gegner, war das Lichtenberg? Sparta-Lichtenberg war das, genau. Sparta. Ja. Und sie waren eigentlich auch teilweise so die bessere Mannschaft, haben viel Ballbesitz gehabt haben und trotzdem stand es dann in kürzester Zeit 3-0 für Berliner SC, weil sie halt unheimlich schnell umschalten nach Ballgewinn, dort auch gute Spieler haben und auf die Sachen haben wir uns halt auch vorbereitet, um dann halt wirklich zu gucken, Mensch, wo dürfen wir die Bälle auch nicht verlieren, wie machen wir unsere Spieleröffnung gegen so einen Gegner. Das war schon wichtig, das da wirklich ganz vernünftig vorzubereiten.
Ne, wir haben viele Spielzüge da nochmal geübt im Abschlusstraining, die Standardsituation, dass man da wirklich erstmal auf den Gegner auch vorbereitet ist und selber halt auch immer die Handlungsalternativen hat, wie man sich da halt durchsetzen kann. Ne? Ja, zumindest habt ihr gewonnen. Glückwunsch dazu. Wir haben euch auch bei uns in der Sendung ein paar Mal beglückwünscht, wo es aktuell war. Natürlich auch nochmal jetzt. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen in der ersten Runde gegen den 1. FC Köln, wovon ich früher mal ein Fan war. Damals, wo Bodo Egner gespielt hat, liebe Extra-Time-Zuschauer. Ich bin ja gelernter Torwart und Bodo Egner war eines meiner Idole und 1. FC Köln. Aber dann ist er weggegangen zu Real Madrid, weil seine Frau das wollte. Und dann bin ich zum BVB übergesiedelt. Und jetzt seit mehr als 20 Jahren BVB-Fan durch und durch. Ich hätte mir gerne den BVB als ersten Rundengegner für euch gewünscht. Vielleicht aber vielleicht kommt der in der zweiten Runde. Kurze Einschätzung, machbar? Ja. Trainer, machbar? Ja, wie wir eben ja über den Berliner SC auch gesprochen haben. Es gibt Spielmomente, wenn man in diesen Spielmomenten dann auch erfolgreich sein kann, dann hat man auch eine Chance. Warst du dabei, Cepo, bei Hoffenheim? Warst du da noch beim BHK? Ich war mit Neuruppin gegen Bayern, habe ich gespielt. Okay. Also du hast schon Erfahrung sozusagen. Aber im Olympiastadion. Olympiastadion und dann habe ich mit... Wie in der EU? Babelsberg gegen Freiburg. Und dann jetzt mit Dynamo gegen Schalke und jetzt nochmal Köln, das vierte Mal. Da kannst du jetzt gleich vieles jetzt erzählen, weil ich komme nämlich gleich zu dir. Liebe Extra-Time-Zuschauer, wie ihr seht, wir haben echt super, es wird immer von Tag zu Tag besser. Unsere Gäste werden gesprächiger, es ist eine lockere Runde, absolut schön. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, immer wieder Fragen zu stellen. Deswegen hier nochmal der Hinweis an euch, schreibt uns eine Mail. Wir sind euch dankbar, wenn ihr uns ein Feedback zukommen lässt unter extratime@tdbir.de. Ich buchstabiere das nochmal, also Extratime brauche ich nicht zu buchstabieren, aber theodor-dora-ida-richard.de ist unsere E-Mail-Adresse und über WhatsApp könnt ihr uns auch erreichen. Da würdet ihr sogar direkt mich erreichen, weil ich diese WhatsApp-Nummer habe. 0163 955 6688 ist auch relativ leicht zu merken. Ich will dich nicht in die Pfanne hauen, aber du hast das Bertha vergessen. Ja, habe ich? Ja, toll. Experte, das sag ich doch. Immer, das ist immer gut, einen Experten an seiner Seite zu haben. Ne, hat er im BVB ja. Ich dachte, ich gucke so. Ihr seht, warte, Alpay, jetzt bitte genau hier einblenden, damit er endlich ruhig ist da rechts, mein Fachexperte. Seit 2016 im Amt, lieber René, wo soll die Reise hingehen mit dem BFC? Ich habe jetzt mal geguckt, 3 Zugänge, 2 Abgänge zu verzeichnen bis jetzt. Ich glaube, der schmerzhafteste wird der Rufert sein, der Dadaschow, der 25 Treffer erzielt hat. Dafür hat man denn jemanden geholt wie Chris Rea, was auch seine Qualitäten hat, aber dieses Jahr bei Viktoria in meinen Augen nicht so eine große Rolle gespielt hat. Wir hatten uns darüber auch unterhalten. Was siehst du in dem Jungen? Ja, sehr, sehr viel. Also man muss ja letztlich immer betrachten, in was für einer Mannschaft er dann gespielt hat und was mit dieser Mannschaft passiert ist. Ne? Das ist ja dann auch klar. Ich meine, wenn zur Winterpause viele Leistungsträger den Verein verlassen und das Gesamtgerüst letztlich ja auch irgendwo geschwächt wird, ist es natürlich immer schwer, als Einzelner dann irgendwie herauszustechen. Aber seine Qualitäten an sich, er ist schnell, er ist kopfballstark, er kann gut flanken, er kann gut schießen, er ist ein feiner Charakter und ich denke, der wird sehr, sehr gut zu uns passen. Hört sich gut an. Und wo willst du mit dem BFC hin? Was ist, ich meine, ich glaube ja nicht, dass es Ende der Stange ist. Du hast ja gesagt, ihr habt euch dieses Jahr schon vorgenommen, Erster zu werden. Ja. Wird es dieses Ziel erneut geben? Ja, wir werden uns das wieder vornehmen, weil letztlich ist es einfach so. Wir werden nicht rumdrucksen, wir werden nicht auf was weiß ich was, nur um hinterher sich entschuldigen zu können. Mensch, wir sind ja gar nicht so gut. Nee, wir gehen daran. Wir werden weiter daran arbeiten, eine schlagkräftige Truppe zusammen zu haben. Wir werden uns gut vorbereiten, intensiv vorbereiten. Und dann werden wir auch wieder angreifen. Sind die Kaderplanung, wird ja noch nicht abgeschlossen sein, vermute ich. Aber größtenteils schon. Ja? Wir haben ja 16 Spieler gehalten. Okay. Und haben jetzt ja auch schon mit Warzig und Rea und dem einen oder anderen ja schon ein paar. Da war El Karim, ne? Von Strausberg, genau, ist auch dazu gekommen. Genau, auch dazu kommen auch sehr, sehr gut. Ne? Auch gegen uns gespielt, schon im Winter. Freundschaftsspiel. Ja, hat er. Ne? Und ist auch ein toller Junge, der sehr einsatzstark ist, der ja jetzt in Strausberg als Innenverteidiger, glaube ich, 7 Tore gemacht hat auch. Also sehr kopfballstark, sehr gefährlich auch, ist nach vorne.
bisschen übergewichtig. Fitness, ja, wie gesagt, es geht ja für alle darum, einen Schritt weiterzukommen. Mhm. Und ich denke, nach der Vorbereitung, die bei uns immer so stattfindet. Ja, das stimmt, aber du hast echt gut abgenommen. Bei Trainern? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, wir achten da schon drauf. Hast du da irgendwie ein bestimmtes Mittel? Hm? Du kannst gerne vorbeikommen. Wir können dich da zwei Wochen mit einbauen. Mit Arbeit? Nee, also Arbeit ist mir zu Fülle, aber irgendwas anderes, vielleicht irgendwie so Zaubermittel, die ist nicht. Doch, die Jungs doch, arbeiten. Bewegung. Oh. Wenig essen, viel Bewegung. Oh. Also jetzt passt beides nicht zu mir. Für Nichtsportler, für Nichtsportler. Ne? Erstmal aufhören zu rauchen. Ja. Oder darf man das gar nicht? Ja, ja, darfst du. Ne? Die wissen alle ganz genau, ich bin verheiratet mit meinen Kippen. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ohne Dinger fast nicht mehr leben kann. Es soll jetzt keine Reklame werden. Werbung. Liebe Jugend, raucht nicht, dann seht ihr so aus wie ich. René, ich würde dich kurz bitten, so ein kleines Augenblick Pause zu machen. Ich habe ja noch einen Gast, den Cheppo. Wir kommen jetzt zu ihm. Wer ist Otan Cepne? Erzähl doch mal kurz unseren Extra-Time-Zuschauern, wer ist Otan Cepne? Das kennen dich bestimmt viele, so wie bei Ümit auch. Du bist ja auch ein Berliner Junge, soweit ich weiß. Genau. Der aber auch vieles schon erlebt hat. Siehe Pokalfinale oder Pokalfinale gewonnen, denn Pokalspiele gegen Bayern und. Wer ist Otan Cepne? Otan Cepne ist in Berlin geboren, 1983, und hat in der Jugend immer in deutschen Vereinen gespielt, wie Tasmania, Füchse, Rapide Wedding. Im Fußball habe ich bei NNW 98 angefangen, ja, im Kiez. Und dann bin ich mit 18 in die Türkei rüber, erst Profivertrag. Und dann war ich 3 Jahre drüben als Profi in der ersten Liga. Und dann musste ich rüber wegen meinem Zivildienst. Dann habe ich meinen Zivildienst absolviert und dann bin ich wieder halt rüber. Und dann ja, habe ich geheiratet und dann 2012 haben wir uns entschieden, zurückzukommen nach Berlin. Weil unsere Familien hier leben und dann war die erste Station Berka. Und dann ging es weiter nach Babelsberg, 3 Jahre in Babelsberg. Und dann habe ich auf Trainer getroffen, René Riedlewitz. Ach so, auf ihn, weil du ihn dabei angeguckt hast. Nee. Ja, wolltest du Trainer. Hättest du Otan auch bitte gerne in der Mannschaft? Ja klar, das ist einer der besten linken Verteidiger hier in Berlin. Wobei ein sehr aggressiver. Ja. Sehr aggressiv, aber mittlerweile, er ist 34 Jahre alt. Er ist ruhiger geworden, habe ich gehört. Gehört ja, dazu. Ne? Also ich sag mal so, ich bin ein Spieler, ich spiele mit Herz. Manchmal. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, Cheppo, seitdem René das Zepter so ein bisschen übernommen hat und dich darüber geholt hat, bist du in meinen Augen souveräner geworden. Ich kenne dich ja nur noch aus BAK-Zeiten, Babelsberg-Zeiten. Keine rote Karte bekommen. Ja, es ist wirklich sehr, sehr. Das liegt ja nicht an mir, sondern er hat sich ja weiterentwickelt. Okay, ne? Das ist ja einfach so. Das ist ja, jetzt tust du aber auch ein bisschen Tiefstapel. Nee, aber es ist ja so, man entwickelt sich ja. Klar, wir sprechen ja über so eine Sachen auch. Ne? Wir sprechen ja auch darüber, was für einen selbst wichtig ist und was für die Mannschaft wichtig ist und ja, was einem auch gut tut. Und letztlich ist es wirklich so, es ist ja das, was Cheppo sagt, er brennt halt in meinem Training, im Spiel. Und das ist halt das Allerwichtigste. Ich kann bei einem Fehlpass, kann ich immer mal in eine andere Richtung gucken, weil ich sage, okay, das passiert jedem. Ne? Aber so dieses Feuer, was man haben muss im Körper, um Fußball zu spielen, ne, das ist das, was wichtig ist. Und da bin ich froh halt auch, dass ich ihn unter anderem Cheppo halt in der Mannschaft habe. So ein Spieler kann auch die Mannschaft ja nach vorne peitschen, ja, mit seiner Art und Weise. Und das macht er auch. Die Spielweise ist ja auch. Ich habe ja auch Trainer gesagt, ne, wenn ich merke, dieses Feuer ist nicht mehr da, dann höre ich auf. Dann mache ich das auch nicht mehr weiter. Weil ohne Feuer geht es bei mir nicht. Ich muss, auch wenn wir mit Freunden draußen Fußball spielen, ich kann nicht verlieren. Ja. Das ist auch im Training so. Ich habe ihn ja im Training auch erlebt ja. Eine Woche. Achso, da hast du ja was Training hatten, ja, genau. Wir hatten ja zusammen mal trainiert. Ja. Okay. Ich habe, glaube ich, oft genug gesagt, dass Otan der älteste Spieler beim BFC Dynamo zurzeit ist. Wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich habe bei mir in der Kreisliga A auch einen älteren Spieler, der ist genau auch 34, Janis Mitschka, schöne Grüße an Janis von hier. Der spielt aber auf dem linken Flügel. Was der Junge geht, das ist echt der Wahnsinn. Aber bei Cheppo ist es fast genauso als linker Verteidiger. Ich nenne meinen Spieler immer Opa. Nennen sie dich bei dir in der Mannschaft auch Opa oder geht das noch? Nein, trauen die sich nicht. Okay, nein, einen Spitznamen hast du noch nicht. Cheppo, nee. Okay. Jeder nennt mich Cheppo. Also. Was für Vorteile, was für Nachteile hat so der Älteste zu sein, sage ich jetzt mal. Ich sag mal, also jetzt mit heutzutage, ja, mit den jungen Spielern. Mit den jungen Spielern, ne? Genau,
es ist nicht mehr wie früher. Ja. Ich bin auch nicht derjenige jetzt, der dir anschreit und so. Wenn es sein muss, mache ich das. Aber ansonsten bin ich wie die. Ich mache auch mit dem Witz oder es sind auch Zeiten, wo die versuchen, mich zu verarschen. Ja. Okay. Dann lachen wir mal zusammen, weil das gehört alles dazu. Wenn die Zeit da ist, wenn man jetzt ernst sein muss, dann bin ich auch ernst, damit die es wissen. Die dürfen die Grenzen nicht überschreiten. Und ich behandle die auch nicht schlecht. Ja. Die sind alle jung. Ich will, dass sie vorankommen. Und das ist für mich wichtig. René, was kann... Ich sag mal, bestes Beispiel war gewesen, wir haben auf der sehr Position gerne auch den Brumme, jetzt ist er ein Nachwuchstalent aus der A-Jugend hochgekommen, ne, und macht sich ganz ordentlich dort auch, also wirklich guter Fußballer, guter Typ, ne, und Jeppo sagt zu mir, er würde sich freuen, wenn der das schafft. Ne, und das ist die gleiche Position, ne, und er versucht ihm im Training zu helfen, er versucht ihm Sachen zu vermitteln, die wichtig sind, und letztlich, das zeichnet halt auch einen guten älteren Spieler aus. Er hat mehr Verantwortung, aber die muss er sich auch annehmen. Ne? Und es gibt halt viele ältere Spieler, die sagen, okay, ich will noch irgendwo ein paar Münzen verdienen und ansonsten ist mir das scheißegal. Gibt's auch. Ne? Mhm. Und es gibt halt die. Und das ist halt sehr, sehr wichtig für uns als Mannschaft. Auch Çubukçu zum Beispiel ist ähnlich der Fall. Ne? Der vorangeht und gerade auch in Trainingseinheiten, die schwierig sind oder in Situationen, die schwierig sind. In so einer Saison gibt es immer Situationen, wo es mal nicht so läuft oder auch Trainingseinheiten, die schwierig sind und die keinen Spaß machen. Ne? Aber letztlich, wenn die älteren Spieler da vorangehen und nicht maulen und murren, ne, dann hat man im Prinzip das als Trainer schon wieder ein Stück weit leichter. Ja. Ne? Weil letztlich macht es auch immer, wir sprechen ja auch oft darüber, es ist immer noch was anderes, wenn ich als Mitspieler jemandem was sage oder als Trainer, der halt ständig was sagt. Ne? Und so wollen wir halt auch alle wachsen. Ne? Und das hat in der letzten Saison schon sehr, sehr gut funktioniert und da denke ich, das wird auch noch weiter so gehen. Wie viele Jugendspieler hast du jetzt im Visier vom BFC Dynamo zurzeit? Also gibt es ja den einen oder eigenen Nachwuchs haben wir. Wir haben, was haben wir? Sidlak, Eifler, haben wir Brumme, Kolakai. Also wir haben, habe ich einen so vergessen? Ne? Also ist schon, Kevin Sommer ist ja auch aus dem eigenen Nachwuchs. Ne? Da sind schon 5 aus dem eigenen Nachwuchs, die sowieso im Kader sind und auch schon waren. Letzte Saison war ja Steinborn, der kommt ja auch quasi aus dem BFC-Nachwuchs. Und der dritte Torhüter kam auch noch aus dem Nachwuchs, Resat. Also... Da sind einige dabei, weil uns das halt auch wichtig ist. Ne? Und die A-Jugendspieler, die zu uns kommen, die kriegen vielleicht nicht Geld, aber die kriegen eine Chance, wenn sie ihre Sache vernünftig machen. Und wie gesagt, im letzten Jahr haben Kolakai und Brumme einen Vertrag bekommen bei uns, ne, aus der A-Jugend heraus, weil sie dort gute Leistungen gebracht haben, weil sie bei uns mittrainiert haben und dort halt auch gute Leistungen gebracht haben. Und das ist natürlich, das wünschen wir uns natürlich viel, viel öfter. Das ist natürlich ein Zeichen für unsere gute Nachwuchsarbeit. Die jetzt auch in der A-Jugend dort sicher, die sind ja aufgestiegen in der Regionalliga, haben dort jetzt die Klasse gehalten, auch sehr gut und das ist für uns wichtig. Und da haben wir gute Leute auch im Nachwuchs, die da täglich dran arbeiten, dass da gute Spieler rauskommen. Das hört sich gut an, Murat. Wir kommen gleich auch zur Oberliga, da bist du da ein bisschen mehr dran als die ganze Zeit. Ich hoffe, du bist hinter mir nicht eingeschlafen. Und sei mir nicht böse, dass ich dir meinen Rücken zudrehe, bloß dann sehe ich sonst unsere Gäste nicht. Deswegen sind unsere Gäste hier. Letzte Frage an Çepo, wie du so schön sagst. Wie lange macht Çepo noch? Und wenn es denn irgendwann nicht mehr so ist, was will Çepo danach machen? Bis mich der Trainer rausschmeißt. bis der Trainer sagt, geht nicht mehr. Geht nicht mehr? Nein, aber letztlich, ich soll ja nicht zu viel verraten, aber letztlich... hätte er auch einen 2-Jahres-Vertrag unterschreiben können oder sagt, nee, machen wir erstmal ein Jahr. Weil das ist immer so Wort halten, auch so ein bisschen Ehre, ein bisschen Stolz, Leidenschaft. Ne? Das sind wichtige Dinge im Fußball. Ne? Und da ist er halt auch einer, der sagt, na, machen wir es eine Jahr und wenn ich nicht mehr brenne, höre ich auf. Ne? Und das ist letztlich genau das, nicht noch irgendwo hier ein bisschen, da ein bisschen und was weiß ich was. Ne? Und das ist halt wichtig für uns. So ein Charakter ist halt für uns wichtig für den Verein. Ne? Und das sagt eigentlich schon vieles über ihn aus. Und ich würde die Frage mal anders formulieren. Ist Dynamo deine letzte Station? Ich hoffe. Ja. Aber mit Trainer würde ich nur weiterziehen. Also erwartet. Nee, ich sag mal, ich bin bei Dynamo sehr, sehr zufrieden. Auch mit allem drumherum. Ja. Aber natürlich als Spieler, wenn man mit einem Trainer zusammenarbeitet, ja, den man mag, und der, wie soll ich sagen, der Beispiel wie bei Cem Efe, diese 3 Jahre. Man bleibt ja auch mal für Cem Efe. Ich war 3 Jahre wegen Cem Efe da. Ja.
Nicht wegen den anderen oder so, weil hat alles gepasst und jetzt, wie jetzt mit Trainer. Und mir passt es auch und mir macht es auch sehr, sehr viel Spaß, mit Trainer zusammenzuarbeiten, auch mit den anderen Spielern, aber als Trainer ist ja, wie man sagt, als Spieler, wenn man mit dem Trainer klarkommt, ja, dann ist es, macht es viel mehr Spaß, Fußball zu spielen, als wenn man mit einem Trainer nicht klarkommt. Ja, das ist klar. Das ist ja auch einfach, eigentlich so zu sehen. Als Fußballer ist es ganz einfach, mit dem Trainer klarzukommen. Mhm. Ne? Wenn man macht das, was der Trainer will, ist es einfach. Und wenn man nicht das macht, was man selber machen will. Ne? Was mich interessieren würde, einfach jetzt als Migrantenspieler sozusagen, du bist ja gebürtiger Türke oder deine Herkunft kommt aus der Türkei. Was würdest du über den BFC Dynamo den Zuschauern erzählen, uns erzählen? Weil Dynamo hat ja immer diesen einen Ruf, was ich hier nicht nennen will, Vorurteile. Und einfach mal wirklich mal erzählen, wie wurdet ihr aufgenommen? Wie gehen sie mit euch um? Oder wie ist das? Weil meiner Meinung nach, ich bin ja auch im Berliner Fußball ganz lange dabei, hat Dynamo so ein bisschen den Stellenwert, man weiß nicht viel über Dynamo. Ja. Deswegen ein Kästchen, einfach verschlossenes mal so, Kästchen. Genau, okay. Verschlossenes Kästchen. Ich sag mal so, ich bin ja mit Bilal jetzt, wir spielen seit 5 Jahren jetzt zusammen, unsere 5. Saison. Mhm. Mit Babelsberg. Ne? Genau. Mit Berka und auch. Berka, Babelsberg und Dynamo. Ich würde, war auch kompletter Zufall, dass wir zu Babelsberg zusammen hingegangen sind, danach zu Dynamo. War alles Zufall. Aber ich sag mal, mit ihm bei Babelsberg, ja, waren wir. Und die sagen ja, Babelsberg ein bisschen links. Linksorientiert, ne? Genau. Ja. Und dann, nachdem wir zu Dynamo gewechselt sind, wir haben ja mit Bilal immer gesprochen. Ja, wir haben gesagt, jetzt links, jetzt rechts. Wir haben immer so, wir wussten ja nicht, wie Dynamo ist. Ja. Nur vom Hören. Vom Hören sagen, ja, genau. Das ist es ja. Aber nachdem wir drinnen waren, ja, das ist wirklich nicht so, wie die es von draußen sehen. Deswegen erzähl es doch uns. Nein, mal, das ist ganz, ganz normal. Die haben uns sehr gut aufgenommen. Und auch bei der Abschlussfeier, ja, nach dem Pokalsieg, ja, das war super. Die haben uns umarmt, als ob wir... Da gibt es ein paar nette Videos von Cepo, die ich gesehen habe. Da hat er recht. Also es ist wirklich... Ja, wie soll ich sagen, die waren... Also man denkt jetzt, wenn man die sieht, man ist ein bisschen zurückhaltend. Aber ist nicht so. Die sind gekommen, haben einen umarmt, ja, und haben jemand gedrückt und dann nach einer Zeit ist man gehört einfach zu denen, man fühlt sich wohl. Ja, Dynamo ich hat als einfach Türke Fans. Oder das ist doch egal, wenn ja, man ja. beim Fußball. Liebe Extra-Time-Zuschauer, ja. damit konnten wir vielleicht auch mal ein Vorurteil ein bisschen aus dem Weg räumen. Ja, also letztendlich, klar, wenn man ins Stadion geht und diese unheimliche Größe und diese Macht und diese sage ich jetzt mal, Gewaltheit der Dynamo-Fans sieht, kriegt man natürlich Angst. Ist egal, wer da steht. Ne? Ich habe sie selber bei Viktoria ein, zwei Mal gesprochen im Pokal. Da kamen die auch mit 5000 Leute. Also letztendlich ist es so, es ist Fußball, es sind Fans und sehr, sehr gute Fans in meinen Augen, die ihre Mannschaft sehr, sehr gut unterstützen. Sei es als Fanlager oder wie wir jetzt vor 2, 3 Jahren mit dem BAK im Trainingslager waren sogar ein paar BFC-Dynamo-Fans mit dem Trainingslager, mit Volkan Uluc damals. Da haben wir uns unterhalten, wir haben eine Freundschaft da gebildet, die sind zu uns gekommen, bei mir frei Eintritt, ich bin darüber gefahren. Also ich sage, es sind viele Vorurteile, leider Gottes, im Fußball, leider Gottes. Ja, es ist halt schwierig, das abzubauen, das dauert seine Zeit, aber letztlich ist es so, wenn man die Fakten sieht, dass es ist seit 5 Jahren, glaube ich, nichts passiert. Ne, was man auch sagt, ist ja ungewöhnlich im Fußball heutzutage. Ja. Ne? Also in der Bundesliga, da knallt das irgendwie jede Woche irgendwo gefühlt. Ne? Und wir haben ja, ich glaube, 36 Jugendmannschaften. Wir haben im Verein haben wir 60-70% Migrationshintergrund, ne, von den jungen Spielern, von den Kindern und Jugendlichen, die bei uns trainiert. Wir haben ja so ein Kindergartenprojekt, wo Kinder noch abgeholt werden, die werden auch noch 2-mal die Woche trainiert. Also das ist letztlich... Und das ist es halt. Man muss einfach vernünftig, ordentlich, seriös sein Zeug machen und ab und zu die Fakten auch mal nennen, so wie sie sind. Und dann werden sich solche Vorurteile auch irgendwann abbauen. Aber es braucht halt seine Zeit, das merken wir auch. Aber ich denke, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Hm. Vielen Dank, dass ihr wirklich so ehrlich und auch vor allen Dingen offen immer mit dem ganzen Thema umgeht. Bevor ich zur Oberliga jetzt komme, also wir sind jetzt langsam im Oberliga-Bereich, wir haben auch nicht mehr viel Zeit, sehe ich gerade. Deswegen ganz, ganz schnell abgearbeitet. Vielleicht, ihr habt ja gesagt, ihr wollt Erster werden.
Wem seht ihr in der Regionalliga noch mit als Favorit? Neben euch, sage ich mal. Ja, wie gesagt, das eine ist ja so ein bisschen die Geldtabelle und das andere ist halt das Sportliche, genau. Was wir für uns im Vordergrund steht. Und deswegen sagen wir, wollen erst einmal, wir wissen natürlich auch, wir stehen ja auch in Konkurrenz mit Spielern, die wir verpflichten wollen oder Spieler, die wir erhalten wollen. Mhm. Und da merkt man schon, wo ein bisschen, ne? Mhm. Wie gesagt, sicherlich Nordhausen, Lok Leipzig, auch BHK und das sind ein bisschen noch andere Sachen. Viktoria weiß man ja auch noch nicht, ne? Wie viele Millionen, was da überhaupt wie viele passiert. Millionen da nun dazukommen. Ja, ja. Ne, von daher gesehen, das wissen wir alles, aber das spielt für uns, für unsere Zielsetzung letztlich keine Rolle. Wir sind Sportler, wir sind Fußballer und wir wollen das Optimum. Und deswegen sagen wir halt auch, dass wir Erster werden wollen. Und natürlich die Vereine, die da mehr Spielraum haben, sind natürlich auch alles Konkurrenz. Ein bisschen so die Nase. Ja, aber etwas das spielt für uns keine Rolle. Wie siehst du Erfurt und Chemnitz? Ja, das wollte ich auch. Das ja, ist ja so. Das ist ja ähnlich. Ne? Also das ist ja, wenn man hört, Mensch, mit was für die auch Spielerberater, man ist ja so in Kontakt und mit was für Zahlen die da um sich werfen und sonst irgendwas. Das ist schon faszinierend, dass sowas möglich ist, ne? Dass man da, man geht halt mal schnell pleite und kann und sich dann, wollte ich gerade sagen. Ja, es ist schon wieder so verrückt, dass es schon wieder lächerlich ist aber auch das spielt für uns halt keine Rolle, weil wir wollen unser Ding machen und wir gucken da nicht hin. Und wenn es die Regularien so vorsehen, dass es so ist, wie es ist und dass sowas möglich ist, naja, bitteschön. Also das ist dann einfach so. Von hier aus nochmal Glückwunsch an den Berliner Athletikclub, die ja jetzt Vorstandswahlen hatten und ein alter Bekannter wieder Präsident des Berliner AK ist, Mehmet Alihan. Glückwunsch an Mehmet Alihan von hier. War der überhaupt weg? Nee, eigentlich nicht. Er war ja nie richtig weg, aber zumindest wurde er jetzt nochmal bestätigt im Amt. Er hat eine riesen Rüge um sich. Er hat ja auch sich darüber beschwert, über die ganze Sache, aber das führt jetzt alles zu weit. Ich habe hier noch ein, zwei Themen, die ich gerne mit euch durchsprechen würde. Oder mit euch hier durchsprechen würde, nicht mit euch. Ihr sollt einfach nur zuhören. Kommen wir zur Oberliga. René, Oberliga, verfolgst du noch so ein bisschen? Ja, naja, für uns ist ja zwangsläufig. Ist okay. Ja durch den Pokal schon alleine. Ne? Immer mal gucken, was da läuft. Naja. Dann weißt du auch. Fubo gucke ich auch immer mal rein. Genau. Dann weißt du auch bestimmt, dass mein Fachexperte den CFC Hertha 06 für die Relegationsspiele übernommen hat. Mhm. Und auch den Klassenerhalt mit CFC Hertha 06 geschafft hat. Ist ja nicht umsonst dein Experte. Glückwunsch, Murat. Ja, danke. Kommen wir jetzt ein bisschen zur Oberliga, aber ich werde euch immer wieder mit ins Boot holen. Zwei Spiele. Ich war gestern dabei, die zweite Halbzeit. Erstes Spiel relativ souverän gewonnen. 3-1 in Kamenz. War das Kamenz? Naja, Kamenz. Aber das Ergebnis war souverän. Ja, aber wie das Spiel gelaufen ist. Erzähl uns doch mal kurz. Wir haben leider nicht viel Bildmaterial bekommen. Wie war das erste Relegationsspiel in Kamenz? Es war auf Augenhöhe. Lange Zeit auf Augenhöhe. Wir waren halt in den letzten 15 Minuten effektiver. Dadurch 3-1 und Kamenz eine gute Mannschaft. 22 Punkte nur, aber wenn man die Ergebnisse sieht, unter anderem auch international Leipzig geschlagen, heim, den VfC Plauen geschlagen und auswärts haben sie überwiegend knapp verloren, haben eine gute Spielart gehabt, haben Fußball, wollten immer nur Fußball spielen, was ja auch nicht immer so normal ist. Und dann haben wir halt ein Ergebnis erzielt, was sehr, sehr positiv war für uns und die junge Mannschaft auch sich wirklich aufopferungsvoll eingesetzt hat. Die haben alles gegeben, haben das auch diszipliniert gemacht, muss ich sagen. Wir konnten als Trainer-Team nicht viel machen. Wir sind über die mentale Schiene gegangen, haben versucht, sich stark zu reden, weil sie auch ein bisschen geschockt waren von dem Trainerwechsel kurz vor Schluss, eine Woche vor Ligaschluss. Und als junge Mannschaft dann innerhalb einer Saison 4 Trainer zu haben, ist schon heftig. Da muss man erstmal, meiner Meinung nach, haben wir dann analysiert und gesagt, wir müssen das über die mentale Schiene machen und jetzt nicht auch nochmal auf die Spieler draufhauen. Das haben sie dann ganz gut gemacht am Mittwoch. Was mir danach nicht gefallen hat, auf die Vorbereitung des Rückspiels, haben einige Training abgesagt, einige haben versucht, den Vorstand mit irgendwelchen Forderungen zu erpressen. Also eine ganz schlechte Vorbereitung auf das Spiel gestern. Zwangsläufig ist das Spiel auch so gelaufen. Ja. Wir haben dann einen schnellen 0-1 Rückstand, also der Gegner hat schnell ins Tor gemacht. Dann haben wir eine dumme rote Karte gekriegt und mussten dann ungefähr 70 Minuten in Unterzahl spielen. Und dann kurz vor der Halbzeit ein unnötiger Elfmeterpfiff, also ein berechtigter Elfmeterpfiff, also unnötiges Foul von unserem Spieler. Mhm.
Dann bist du halt mental, gehst in die Kabine, bist erstmal down. Ja, die Jungs waren fertig. Und dann hinzu kommt noch, waren 3-4 Leute, Spieler, die gefastet haben. Ja, da musst du halt dann 70 Minuten Unterzahl gehen, dann hast du wirklich eine Zitterpartie gehabt in der zweiten Halbzeit. Mhm. Wobei ich sagen muss, wir haben dann das in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht, haben versucht mit 2 Viererketten kompakt zu stehen und mit dem Momo Touré, der feil schnell ist, vorne einen schnellen Mann und mit langen Bällen oder halt schnellen Pässen in die Tiefe dann versuchen zu kontern, was ein, zwei Möglichkeiten eingebracht hat. Aber im Großen und Ganzen dann halt nicht viel nach vorne ging. Also wir haben dann überwiegend wirklich gegen den Ball gearbeitet. Und das haben sie sehr gut gemacht, finde ich. Wir haben nicht viel zugelassen. Klar hat der Gegner optische Vorteile gehabt, hat aber meiner Meinung nach auch sehr, sehr durchsichtig agiert, immer wieder versucht, diagonale Pässe auf lang, die Außen, auch viel lang. Außen zu bringen, was uns auch in die Karten gespielt hat, ehrlich gesagt. Dann machen wir ein schönes Tor, ein Freistoßtor, 2-1, was in dieser Situation natürlich ein bisschen berühmt war, aber irgendwie auch nicht, weil 3-1 würde Verlängerung bedeuten. Der Gegner hat nochmal Druck gemacht und dann kam der Schiedsrichter ins Spiel. Ja, pfeift auf einmal eine Aktion ab. Angeblich über 6 Sekunden den Ball gehalten, der Torwart, habe ich glaube ich in den letzten 20 Jahren nicht erlebt. Steht auch heute nach gegen uns. Ja, 95 Minute. Der hat 5 Minuten nachspielen lassen. Genau. Und dann der Kamenzer Spieler läuft neben dem Torwart her. Ich habe gesagt, ich hätte auch anders reagiert. Ich hätte abgeschlagen und hätte ihm dann die gelbe Karte zukommen lassen. Der Torwart leider wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt, versucht Ruhe drunter zu bringen. Auf einmal hörst du einen Pfiff. Wirklich, René, der Pfiff, wir haben uns alle gewundert. War das jetzt, ist vorbei? Dann zeigt er echt auf Freistoß. Mhm. Und kuriose, wenn ich das erzählen darf, ja, das kommt, geht mir echt nahe. Freistoß, ein Querpass im Strafraum, der schießt den Ball an Pfosten und beim Torwart in die Arme. Ja. Und im Anschluss pfeift er sofort ab. Pfeift er ab, ja genau. So, ja, genau. Ich habe mir überlegt, vielleicht nochmal eine Frage an dich. Ja, ja, in die Hand. Also in wirklich quer in Pfosten und dann ihm in die Hände. Ja, ja. Dabei geht dann Pfosten genau. In seine. Genau. Wahnsinn. Was hättest du in dem Moment als Trainer gemacht, wenn das Ding jetzt reingeht, sag ich mal, und eventuell dadurch Verlängerung, ja. In die Verlängerung geht? Ja, du hast ja eigentlich als Trainer hast du ja dann nicht die Möglichkeit einzugreifen. Also es ist schon, wie er auch sagt, letztlich auch bei 4 Trainern in einer Saison und sowas, was willst du denen erzählen, was sie vielleicht noch nicht gehört haben? Ne? Du kannst letztlich versuchen, dass sie halt wirklich Selbstvertrauen bekommen, ne? Dass sie an sich glauben. Und dass sie auch in so einer Situation, dass man vielleicht gerade da auch als Trainer immer nur so einwirken kann, dass sie einfach an sich glauben und dann halt auch diese Rückschläge halt wegstecken. Ne? Also was willst du machen? Ne? Ob du da irgendwo gegentrittst, das hilft nichts. Ob du irgendwie einen Ohr feigst, das hilft auch nichts. Ne? Letztlich geht's immer um Vertrauen irgendwo ne? und den Glauben an sich selbst. Ne? Offensichtlich haben sie es geschafft, das hinzubekommen, weil ich denke, das ist schon, gerade so eine Vorgeschichte vor so einem Spiel ist natürlich auch ja, wo du dann auch spürst, Mensch, worum geht's hier eigentlich, ne? Sind das jetzt Fußballer oder was wollen die jetzt hier alles, ne? Deswegen, wie gesagt, bin ich ja hier mit beiden Experten so glücklich, ne? Weil das eben, ja, es geht darum, Mensch, man kann ein Spiel gewinnen, man kann was erfolgreich zu Ende bringen, man kann sich Respekt erarbeiten, ne? Und da, ja, eiert man auch in so einer Vorbereitung eigentlich nicht rum als Spieler. Ne? Das muss man als Trainer ja auch erstmal dann, wie geht man damit um? Ja. Ne? Weil letztlich kannst du ja auch keinen rausschmeißen. Ne? Nee, du bist ja auch darauf angewiesen, dass genau du... Genau, ja. Du musst ja mit dem arbeiten, was du da in dem Moment hast. Ja? Und du kannst echt keine Maßnahmen führen. Also das ist, habe ich mir auch gedacht. Ja? Ja. Ich hatte Freitag hatten wir Training angesetzt gehabt. Also Mittwoch war das Spiel, Donnerstag haben wir freigegeben, dann Freitag, Samstag Training angesetzt und Sonntag Spiel. Habe ich das Abschlusstraining abgesagt, weil ich gesagt habe, okay, wenn es so ist, dann machen wir so, wir treffen uns direkt am Sonntag. Ich merke, das ist viel so, auch bei Freunde von mir, die in der Oberliga spielen oder eine Liga drunter und so. Ich frage denen auch, wie ist das Training immer? Die sagen auch immer, ach, wir sind heute 5 Mann, 7 Mann oder sind 2 da, Training wurde abgesagt oder die machen beim anderen Verein mit. Wenn eine andere Mannschaft mit, also die teilen sich einen Platz, und weil die zu wenige sind, dann schießen die sich einfach beim anderen Verein an und trainieren damit.
Also ich weiß nicht, wohin das gehen soll. Ne? Ja, das Problem ist einfach nur, es ist auch eine ziemlich junge Mannschaft. Viele Spieler haben auch, ich nenne keine Namen, aber ein Spieler zum Beispiel, der hat letztes Jahr Verbandsliga A-Jung gespielt. Ja, kriegt die Chance, hier in der Oberliga sich zu beweisen, spielt eine ordentliche Runde, aber denkt jetzt schon an den nächsten Schritt sofort in die Regionalliga. Ja, wird auch umworben natürlich, berat dahin, ja, du könntest und so. Dann musst du denen erstmal das erklären. Die Oberliga, Regionalliga ist ein extremer Schritt, meiner Meinung nach. Und lieber noch ein Jahr dranhängen in der Oberliga, gefestigter werden, noch mehr Spielerfahrung sammeln, weil es bringt nichts, wenn du in der Regionalliga als junger Spieler auf der Bank sitzt nur. Mhm. Ja, du musst spielen, um dich weiterzuentwickeln. Aber das ist so, jetzt fangen wir mit den Kaderplanungen an. Ja, und jetzt träumen sie alle. Da musst du denen erstmal jetzt beibringen, wie das ist. Sonst ja nicht für einen Verein, wo die Spieler die Tür einrennen. Mhm. Ja, da musst du hart mal gucken. Zumindest nach 95 Minuten hast du es geschafft, mit einem Sieg und einer Niederlage die Klasse mit Hertha 06 zu halten, lieber Murat. Mhm. Nicht nur ich, die Mannschaft. Die Mannschaft, klar. Du bist ja der Vorreiter erstmal für die zwei Spiele gewesen. Wir haben aber auch bei FUPA gelesen, dass du Hertha 06 zur neuen Saison denn wieder übernimmst. Ja. Wie geht's denn da genau weiter mit dir, mit kurzen Sätzen? Bleibst du noch extra Time erhalten oder muss ich mir jetzt einen anderen Fachexperten suchen? Nee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Okay. Das ist ja mein Hobby, den ich gerne mache. Und das andere, ja, auch Hobby, aber halt ein bisschen intensiver. Hobby intensiver. Die Zeit habe ich ja, du weißt ja. Ja, genau. Und deswegen gehen wir nächste Woche wahrscheinlich irgendwo ein Schmankerl essen mit unseren Damen, dass wir weitermachen dürfen hier. Ja. Sollte nur mal so nebenbei erwähnt sein, liebe Damen der beiden Experten hier im Raume. Also was jetzt? Ich habe vorhin schon so drüber nachgedacht, als du hier so deine Telefonnummer in den Raum geschmettert hast. Also da habe ich so ein bisschen dann an deine Freundin oder Frau gedacht, wo ich dachte, na, ob der das jetzt so gefallen hat. Frau. Aber gut. Schatz, ich liebe dich. Jeder muss seine Sachen alleine zu Hause. Genau, ich muss das hier jetzt mal klarstellen. Es ist nichts vorgefallen, ist alles gut. Murat, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück bei deiner neuen Aufgabe. Und es soll es auch schon wieder zu Oberliga gewesen sein. Ja. Wir werden sehen, was passiert. Wir werden uns bestimmt das ein oder andere Mal auch hier ganz normal unterhalten über die Oberliga in unserer nächsten Sendung, wenn es denn soweit ist. Denkt bitte dran, liebe Extra-Time-Zuschauer, wir machen jetzt irgendwann Pause. Wir haben noch zwei Programme, die wir aufzeichnen werden. Das ist nächste Woche und danach die Woche wird ausgestrahlt und dann gehen wir auch in unsere wohlverdiente Sommerpause, sowohl Murat als auch ich. Und ich hoffe, ihr haltet uns weiterhin die Treue. Auch in der Sommerpause wird immer wieder die Wiederholung bei uns auf der Internetseite geben. Also wenn ihr die Schnauze nicht vollkriegt von uns, dann entweder auf unserem YouTube-Kanal, den wir haben, da TDWisch, da könnt ihr dann auch gucken, wie die anderen Folgen waren. Oder auf unserer Internetseite, wo halt jedes Mal die Folgen immer wieder ausgestrahlt werden. Kommen wir nun schon fast zum Abschluss. Berlin-Liga gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, weil ich habe es eigentlich leid. Zurzeit ist es ein Zweikampf zwischen Schwarz-Weiß-Neukölln und Reinickendorfer Füchse geworden. Tüxport und Aldersimsport haben die Klasse nach den Siegen am Wochenende gehalten. Glückwunsch von unserer Seite aus natürlich an Tüxport, die lange gekämpft haben. Aldersimsport natürlich genauso. Jetzt müssen wir gucken, ob ein anderer Neuköllner Verein irgendwo die Segel streicht. DJK Schwarz-Weiß-Neukölln, da brodelt es auch ein bisschen. Das ist ja mein Heimatverein, wo ich die zweite Mannschaft trainiere. Wir haben es auch leider nicht geschafft. Wir werden die Saison als Vierter abschließen. Aber das ist auch okay, in meinen Augen, für wenig Training. So wie Cepo das vorhin sagte, mit 6-7 Mann kannst du einfach nicht mehr machen. Bevor wir jetzt aber zu Jalle versus Tick kommen, Murat, kurze Frage in die Runde. WM steht vor der Tür. Nächste Woche ist es soweit. Ganz kurze Einschätzung, wirklich, weil wir nicht viel Zeit haben. Der René muss auch noch wieder zurück in die Heimat nach Cottbus. Was sagst du zu WM? Was machen unsere deutschen Jungs? Ja, ist ja immer ganz gut, wenn es zum Schluss nicht so rund läuft. Ne? Dann sind sie doppelt fokussiert auf die Geschichte und deswegen werden die schon eine vernünftige WM wieder spielen. War das mit Absicht, meinst du so, gegen Saudi-Arabien? Nee, eben mit Absicht eben nicht, sondern es ist dann halt wirklich, es ist ja auch lange Saison, dann Vorbereitung, dann muss man erst wieder reinkommen, dann kriegt man so ein bisschen einen hinter die Ohren. Es ist besser, als wenn die jetzt die Spiele jeweils 6-7, 8-0 gewonnen hätten. Ich glaube, so fährt man da wirklich fokussiert auch zu diesem Turnier und es ist auch gut, wenn man sich vielleicht manchmal nicht ganz so sicher ist und deswegen wird das, glaube ich, eine positive WM werden. Gut dann. Cepo, wir haben ja einen Vorteil, wie Bede, oder unser Fachexperte ja auch.
wir können uns zweimal freuen. Also wenn irgendwann Türkei und Deutschland in der WM ist, dann können wir gucken, wer weiterkommt. Da sind wir Türken und wenn Deutschland weiterkommt, sind wir Deutsche. Also uns geht's gut, wir haben da zwei Alternativen zur Auswahl. In der Türkei sind wir Deutsch-Türken. Genau. Und hier sind wir Ausländer. Ausländer. In der Türkei genau das Gleiche. Schlimm ist, dass die Türkei es nicht schafft. Nee, war eigentlich nicht. Also Leute, tut mir mal den Gefallen. Die Türkei verdient das auch nicht. Zurzeit nicht. Zurzeit überhaupt nicht. Sehr schlecht. Aber was sagst du zu Deutschland? Ich hoffe, ja, Deutschland ist Deutschland. Ja. Man denkt immer, ja, die sind schlecht, aber Halbfinale ist immer drin. Ja. Ich hoffe, ich wünsche denen. Ich glaube, es gab nie eine gute Vorbereitung auf so ein großes Turnier für die deutsche Nationalmannschaft. Ich habe aber einen Geheimfavorit. Ja? Sag mal deinen Geheimfavorit. Belgien. Digga, den habe ich bei FIFA 19, 18, bei dieser WM-Modus, weißt du, kennst du diese WM-Dings, bei FIFA 18 habe ich Belgien gewählt. Muss irgendwo einen Hintergrund haben, warum und wieso. Also passt mir auf die Brasilianer die auf. Verstehe. Meinst du, komm, also René, was sagst du? René hält sich ganz vor. Nee, aber ich sag mal so, England, die sind jetzt gerade so da findet, glaube ich, gerade auch im Nachwuchs eine gute Entwicklung statt. Die haben ja bei diesen Nachwuchsländer Turnieren und sowas spielen die immer eine gewichtige Rolle mit. Vielleicht ist es noch eine WM zu früh, aber vielleicht auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die auch das ordentlich machen werden. Wir sind hier kein Wettanbieter, liebe Freunde. Also bitte nichts drauf geben, was wir hier sagen. Ja? Nicht, dass ihr uns nachher anruft, schön über WhatsApp, ey, mein Schein ist nicht aufgegangen. Sowas wollen wir nicht, sowas unterstützen wir nicht. Also dementsprechend alles gut, aber wir haben ein kleines Spielchen, deswegen die Überleitung vom Wettschein oder vom Wettanbieter zu Jalle versus Tick. Wir haben ja auch eine kleine Wette zu laufen bis zum Ende der... 2-1 steht. Nein, 1-1. Nein, 2-1 hast du am Anfang gesagt. Nein. Doch. Wenn ich gewinne, steht genau, 2-1. Wenn René jetzt gewinnen sollte für mich, dann steht 2-1 für mich. Ach so. So, und wenn er gewinnt, dann steht 2-1. Ja, so, ich gehe mal ein bisschen zurück. Liebe Zuschauer, liebe Extra-Time-Zuschauer, es heißt jetzt Jalle versus Tick, wer die Sendung davor gesehen hat. Sieht so erschöpft aus. Ich habe auch fast, deswegen hat er das Wasser erstmal an seinen Trainer weitergeleitet. Jetzt heißt es wieder Jalle versus Tick. Ich habe diesmal nur 3 Fragen ausgesucht, das sollte auch reichen. Jeder darf antworten, also das heißt, beide dürfen antworten. Und wer zuerst 2 Punkte hat, der gewinnt das Spiel. Der liebe René wird mich heute wieder vertreten. Murat, du bist auf dich alleine gestellt. Du darfst keine Hilfe von Chepo empfangen. Willst also du mal so einen Profi ran? Ja, natürlich. Na klar. Der nächste ist noch professioneller. Seid gespannt, liebe Extra-Time-Zuschauer. Wir haben nächste Woche wieder einen sehr, sehr prominenten Gast bei uns hier in den Extra-Time-Studios. Ich freue mich schon sehr, aber bekannt geben wir ihn erst später. Der ist genauso prominent wie René heute. Habt ihr zusammen eigentlich gespielt mit demjenigen, was ich dir gesagt habe? Ja, war, ne? Bei Hansa Rostock. Mhm. Müsste das eigentlich noch gewesen sein. Vielleicht wisst ihr, worum es geht. Schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr, wer mein Gast nächste Woche oder wer unser Gast nächste Woche ist. So, Jalle versus Tick. Unser Gast fängt an. Es sind Weisheiten von Fußballern. Okay. Ja? Und du müsstest jetzt sagen, welcher Fußballer es sein könnte. Heute sind es Fußballer? Ja, sind auch Funktionäre dabei, Murat. Okay. Nicht immer ablenken vom Thema. Die letzten beiden Sendungen waren ja Trainer. Ja, Fußballer, Trainer ist doch gleich. Ja. Verstehe ich immer gar nicht. Ich will schummeln. Merkt ihr das, liebe Extra-Time-Zuschauer? So, Frage 1. Ja, aber hier, komm. Ach so, nee, die Antworten weiß ich nur, das weiß er nicht. Es steht keine Antwort hier, kannst gucken. Frage 1, dann kam das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hose voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. Ach Mensch. Ich gebe vor. Ja, genau. Ja, ich gebe vor. Antwort A wäre Karl-Heinz Rummenigge. Antwort B wäre Paul Breitner. Antwort C wäre Franz Beckenbauer. Du darfst anfangen. Trainer, jetzt bin ich sehr gespannt. Oh. Rummenigge, Breitner, Beckenbauer. Die drei hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich dachte mehr, das war so 90 Italien Ecke Hessler oder irgendwie so. Nee. Das war die Zeit vorher noch. Also es war wirklich aus denen ihre Zeit, aus den drei ihre Zeit. Herr Breitner war ja kalt. Also ich glaube nicht, dass der sich Gedanken gemacht hat. Rummenigge, der hat auch alle reingehauen. Und Beckenbauer wirkt jetzt auch nicht sonderlich nervös vor irgendwelchen Geschichten. Ich sage trotzdem Beckenbauer. Beckenbauer? Breitner. Nee, es war Breitner. Ehrlich? Ja, Mann. War gut. Ja, der geht ja 1-0 in Führung hier. Ja. Jetzt musst du jetzt auch nicht auf mich gesetzt, ganz ehrlich, aber das hast du dir ja so ausgesucht.
Liebe Ex-Parteien-Zuschauer, wir unterbrechen jetzt hier mit die Sendung. Mein 500-Gramm-Steak geht jetzt verloren. Das geht so nicht. Aber er hat ja noch die Chance, lieber Murat. Wie bitte? 500 Gramm? 500? Ja, natürlich. Jetzt bist du runter auf 500. Ja, nein, weil ich jetzt vielleicht 2-1 zurückliege gleich. Ja. Nein, es war um ein Kilo Rede. Ein Kilo war die Rede. So, wir müssen hinmachen. Also, zweite Frage. Es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt. Ich bin jetzt, ja. A. Lothar Matthäus, B. Andi Brehme, C. Rudi Völler. Kann ich die Frage nochmal haben, bitte? Es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt. Also Lothar? Lothar, Brehme, Völler wären die Auswahlmöglichkeiten. Alle drei nicht so intelligent. Erst legt er vor. Völler. Was sagst du? Brehme. Beide falsch. Nein. Matthäus. Das war Lothar. Dein Idol. Stichfrage. Letzte Frage. Beantwortet er richtig? Gewinnt er? Falsch? Und du richtig? Aus? Unentschieden? Dann kriegen wir beide einen Punkt. Wenn du falsch beantwortest, dann geht er. Nein. Vielleicht hättest du mir ein Stück Fleisch anbieten sollen. Ich mach's, René. Na warte. Ihr kriegt ja alle wieder. Lieber Chef, ich kündige hiermit. Ich habe eine Verschwörungstheorie hier vorzuliegen. Meine Experte und mein Gast, der versucht mich auszubeuten. Kommen wir aber trotzdem zu Frage 3. Fußball ist ein Spiel von 22 Leuten, die rumlaufen. Und am Ende gewinnt immer Deutschland. Drei Auswahl? Kann ich dir gleich sagen. Sag. Gary Lineker. Ja, das ist der bekannteste jetzt auch gewesen. 1-1. Ja. Also ist ein klares Unentschieden. Das ist clever, Jungs. Ja. Hat er recht gehabt. Sorry. Unentschieden! Liebe Extra-Time-Zuschauer, Jalle vs. Tick geht in die Verlängerung. Zwei Sendungen haben wir noch um die... Wieso unentschieden? Ja, weil er zuerst angefordert hat. Mensch. 1-1, wir haben Moment. Wieso unentschieden? Bist du nicht unentschieden, René? Nee. Also, wo du ein bisschen zuzwinkerst, Jimmy muss ich auch sagen. Ist nicht unentschieden gewesen? Nee. Was ist es denn für ein Steak überhaupt? Keine Ahnung, wir haben uns echt noch nicht drauf geeinigt, aber auf jeden Fall wird es ein Steak geben. Auf jeden Fall wird es ein Steak geben. Liebe Zuschauer, 2-1 für Tick. Ja, 2-1 für Tick. Ist da gut, alles gut. Mein nächster Gast gleicht für mich aus. Ja, so. Der kennt sich aus mit Fußballzeiten. Wollte ich gerade sagen, der kriegt ganz besondere Fragen. Ja. Liebe Extra-Time-Zuschauer, wir sind auch schon wieder am Ende einer Sendung, die heißt Extra-Time, der Berliner Fußball-Talk auf TDB. Wir hatten heute zu Gast René Riedlewitz und Urtan Cepney vom Berliner Pokalsieger, vom BFC Dynamo. Ihr dürft jetzt in die Kamera da, wenn ihr möchtet, vielleicht nochmal das ein oder andere Wort sagen. Ich sage jetzt schon mal Danke, ich verabschiede mich gleich im Anschluss nochmal. Schön, dass ihr da wart, schön, dass du da warst wieder, Murat. René, hast du noch unseren... Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war echt eine tolle, unterhaltsame Sendung und macht weiter so. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr bald die Millionengrenze knackt bei den YouTubern. Na, ich hoffe. Tschepo. Ja, ich bedanke mich auch bei euch für die Einladung und wünsche euch alles, alles Gute und viel, viel Erfolg. Ja. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, dass sie da waren. Es hat Spaß gemacht und ich wünsche euch viel Erfolg in der neuen Saison. Danke. Für dich auch, Trainer. Wir drücken natürlich allen Berliner Mannschaften die Daumen hier bei Extra Time. Umso mehr, umso erfolgreicher, umso schöner ist es für uns, über euch zu berichten sozusagen. Also dementsprechend, liebe Extra Time-Zuschauer, denkt bitte dran, 2 Sendungen noch, dann gehen wir in Sommerpause. Wir werden euch aber ganz, ganz rechtzeitig Bescheid geben, wann unsere Sendereihe wieder losgeht. Ich hoffe mit vielen, vielen schönen Bildern und vielen, vielen guten Berichten. Ich sage auch ganz herzlichen Dank, lieber René. Das war echt toll und unterhaltsam. Cepo, wir kennen uns ja schon seit ein paar Tagen. Ich danke dir auch, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Liebe Extra-Time-Zuschauer, danke. Schaut wieder rein, wenn es denn heißt, Dienstag, 19 Uhr. Nach anderthalb Stunden bin ich auch schon am Lallen. Wenn es heißt, Dienstag, 19 Uhr, Extra-Time. Dienstag, 19 Uhr, Extra-Time auf TDB. Schaut wieder rein. Dankeschön und tschüss, euer Jalle. Und Murat, jetzt hat er ein Lachfleisch. Tschüss. Tschüss. Schön.